Du beherrschst die grundlegenden Werkzeuge der Fotografie. Dann ist es jetzt an der Zeit, an deinem individuellen Stil zu arbeiten. Jeder Mensch ist einzigartig und hat eigene Vorlieben, was ihm oder ihr gefällt oder nicht gefällt. Egal, ob wir Bilder betrachten oder sie selbst fotografieren. Herzlich willkommen, ich bin Angelika und möchte euch heute ein paar Tipps mitgeben, wie ihr euren persönlichen Stil in der Landschaftsfotografie weiterentwickeln könnt. Zuvor noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Aufnahmesoftware für die Videos ist schon wieder teurer geworden und der Zeitaufwand ist doch recht erheblich. Wenn ihr das honorieren möchtet, könnt ihr mir gern eine kleine Spende hinterlassen. Den Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Aber jetzt geht's endlich los. Die anfangs erwähnte Einzigartigkeit beginnt beim Blick auf die Landschaft und der Auswahl der Fotomotive. Sie erstreckt sich über das Fotografieren hinweg bis zur Bildbearbeitung und zur Präsentation der Bilder. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich damit, wie du deinen persönlichen Stil überhaupt erstmal herausfinden kannst. Viele Fotografen fühlen ihren Stil, aber haben Probleme, ihn klar auszuformulieren. Zunächst erarbeiten wir uns Kriterien für den fotografischen Stil. Schaut euch diese beiden Bilder an. Worin unterscheiden sie sich? Was haben sie gemeinsam? Am besten haltet ihr das Video dafür kurz an. Das linke Bild zeigt kräftige Farben, während das rechte eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ist. Auf dem linken Bild ist das Wasser seidig und wir sehen eine Spiegelung. Rechts dagegen haben wir eine kraftvolle, lebendige Welle. Links verschafft das milde Abendlicht dem Bild eine besondere Note. Das rechte Bild wurde im harten Tageslicht aufgenommen. Links haben wir eine 24 mm Weitwinkelaufnahme, rechts mit 50 mm einen leichten Zoom. Die Weitwinkelaufnahme ist von vorne bis hinten scharf im Fokus. Rechts dagegen ist der Hintergrund leicht unscharf. Wenn das rechte Bild von einer erhöhten Perspektive aufgenommen wurde, entstand das linke mit einer recht niedrigen Einstellung des Stativs. Beide Fotos erzählen Geschichten, links vom Sonnenuntergang, rechts vom Brechen einer Welle. Beide Aufnahmen zeigen klare Linien, ohne irgendwelche Bewegungsunschärfe. Sie entsprechen ungefähr der Drittelregel mit Vordergrund, Motiv, Hintergrund. Sie sind normal belichtet, weder sogenannte High-Key- noch Low-Key-Aufnahmen. Sie wurden unter normalen Lichtbedingungen fotografiert. Das erkennt man am Histogramm, welches weder ganz nach rechts noch ganz nach links verschoben ist. Wäre eine Aufnahme sehr hell gestaltet, würde man von High-Key sprechen, bei einer dunkel gestalteten Aufnahme entsprechend von Low-Key. Im Folgenden liste ich einige Kriterien auf, an denen wir unseren fotografischen Stil festmachen können. Ich orientiere mich dabei an Roxane Boucher-Overton, The Art of Mindful Photography. Erstens geht sie auf die Wirkung der Bilder ein. Haben wir ein isoliertes Hauptmotiv? Wie stehen wir zu Farben und Kontrast? Was erwarten wir vom Licht? Was von der Perspektive? Wie wollen wir die Bewegung festhalten? Haben wir High-Key- oder Low-Key-Aufnahmen? Weitwinkelobjektive oder Makroaufnahmen? Gibt es eine Story hinter dem Bild? Liebst du isolierte Hauptmotive, wie hier den Turm der Burgruine Hohenstein? Magst du kräftige Farben und Kontraste? Oder sind es eher die Pastelltöne, die dich ansprechen? Liebst du das milde Licht vor Sonnenaufgang? Oder eher den grellen Sonnenaufgang selbst? Oder gar die Dunkelheit der Nacht? Zur Perspektive. Schaust du gern von oben auf die Welt oder bewunderst du sie eher aus einer niedrigeren Perspektive? Wie steht es um die Bewegungsunschärfe? Spritziges oder seidiges Wasser? Dieses Bild geht in Richtung High-Key-Aufnahme. Es entstand an einem nebligen Wintertag auf dem Brocken. Ich habe es bewusst hell aufgenommen, um die klirrende Kälte besser zum Ausdruck zu bringen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich in meinem Fundus keine extremen High-Key-Fotos habe. In der Modewelt finden wir sie häufig. Bei den Low-Keys ist es anders. Weil ich gern nachts fotografiere, entsprechen die Lichtverhältnisse schon einmal einer Low-Key-Aufnahme. Ich glaube, es gibt kaum Landschaftsfotografen, welche weitwinklige Aufnahmen
bis hin zu Panoramen nicht mögen. Weitwinkelaufnahmen sind einfach gängig in der Landschaftsfotografie, während wir Makrofotografie eher zur Abbildung kleiner Pflanzen oder Pilze bevorzugen. So viel zur Wirkung. Auch die Bildgestaltung ist von Bedeutung, weil ich bereits ein eigenes Video unter dem Titel Fotodesign dazu gemacht habe, gehe ich heute nur kurz darauf ein. Es kommt auf Linien, Formen und Muster an. Die Farben sind wichtig und wir sollten auch die gängigen Regeln beherzigen, wie die Drittelregel, den goldenen Schnitt und ähnliches, die räumliche Aufteilung der Elemente im Foto, den negativen Raum und die Anordnung der Elemente im Foto. Die wichtigste Linie der Landschaftsfotografie ist wahrscheinlich die Horizontlinie. Nach den Regeln sollte der Himmel ungefähr das obere Drittel eines Fotos einnehmen. Bei den Formen spielen Dreiecke eine besondere Rolle, wie hier am Beispiel des Spiegeltaler Wasserfalls im Harz gezeigt. Muster können sich zum Beispiel in der Oberfläche des Bodens finden oder durch Steine. Häufig finden wir sie bei Feldern und Wiesen vor. Auch zur Farbgestaltung habe ich ein Video auf der Playlist für Anfänger eingestellt, auf das ich an dieser Stelle verweise. Besonders gut harmonieren primär und gegenüberliegende Komplementärfarben auf dem Farbkreis von Itten. Auch auf die gängigen Regeln bin ich bereits im Tutorial Fotodesign eingegangen. Die gängigste ist wahrscheinlich die Drittelregel mit Vordergrund, hier der Wald, dem Hauptmotiv, hier der Turm und dem Hintergrund, hier der Himmel zur goldenen Stunde. Zur räumlichen Aufteilung. Je nachdem, wo das Hauptmotiv im Bild platziert wird, erzielt es eine andere Wirkung. Der negative Raum ist der Raum, der keine wesentlichen Bildelemente enthält. Durch Beschneiden kann er bewusst vergrößert oder verkleinert werden. Durch Verändern von Helligkeit und Kontrast kann der negative Raum zurückgenommen und der Fokus stärker auf das Hauptmotiv gelegt werden. Enthält ein Bild nur die wesentlichen Elemente oder gibt es viel drumherum? Dieses Foto vom Schloss Wernigerode habe ich zum Beispiel drastisch gekroppt, um das Hauptmotiv in den Vordergrund zu rücken. Wie bei der Wirkung gibt es auch bei der Bildgestaltung kein eindeutiges richtig oder falsch. Vieles ist Geschmackssache und du musst herausfinden, was dir persönlich zusagt. Das waren jetzt eine ganze Menge Kriterien, aber darunter gibt es sicher einige, die für dich relevanter sind als andere. Aber welche sind das? Um das herauszufinden, schlage ich dir die folgende Methode vor. Für einen gewissen Zeitraum suche täglich ein Bild heraus, was dir besonders gut gefällt. Das kann aus den sozialen Medien sein oder aus einem Buch. Untersuche, warum dir dieses Bild gefällt, nach den gerade vorgestellten Kriterien der Wirkung und der Bildgestaltung. Wenn du dies öfter machst, wirst du ein Muster erkennen. Ein Muster davon, welche Kriterien dich ansprechen und auch davon, welche Ausgestaltung eines Kriteriums dich besonders berührt. Sind es zum Beispiel kräftige oder eher Pastellfarben? Dann kommt der entscheidende Schritt. Setze die Ergebnisse in deiner eigenen Fotografie um. Dabei bringt es nichts, alles auf einmal zu wollen. Nimm dir vor jedem Fototag ein besonderes Kriterium vor. Mir geht es manchmal so, dass ich, wenn ich Neues ausprobiere, nicht an die Basics denke. Auch wenn ihr auf die Wirkung eurer Bilder zielt, vergesst zum Beispiel die Kameraeinstellungen nicht. Aber wahrscheinlich sind sie euch so oder so schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ich bin sicher, dass sie eure Fotografie kontinuierlich weiterentwickelt und ich hoffe, dass euch die heute vorgestellte Methode dabei hilft.